Hallo und damit ein herzliches Willkommen zurück bei The Witcher 3. Ich werde jetzt mal bis später, speichern. Bis und dann werden wir uns den Greifen mal angeln. Hat er es gespeichert? Ja, braucht er mal zu speichern. Moment. Ja, er hat gespeichert, okay. Ich speichere nochmal zur Sicherheit. So. Und jetzt reden wir mal mit Wesen und machen den Greifen. Was ist denn Wolf? Warum nennt er mich eigentlich immer Wolf? Ich war mit dem Greifenvertrag beschäftigt. Und? Ich bin bereit. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Gut, wir treffen uns dort. Gut. Warum knurrt mich die Nietzsche an? Trank herstellen. So. Welche Rücktaste? Was denn für ein, was für eine Rücktaste? Ah. Ja, ja. Dann alle Teile vorhanden. So. Was? Und jetzt? Tränke. Ach da. Ja, okay. Okay, Sachen vergiften. Habe ich irgendwelche Waffen? Rüstung. Ich gucke mich gerade hier ein bisschen um. Warte, was habe ich hier? Ohren, okay. So. Nein, Moment. Wo treffen wir uns? Dort. Dort müssen wir hin. Vielleicht sollte ich noch ein paar Lebensmittel einsammeln. Ah, da. Elsa. Brauchst du sonst noch was? Natürlich. Hast du was Interessantes unter der Theke? Kommt drauf an, was du suchst. Siehst dir an. Dann schaue ich es mir mal an. Plötze. Ach, ich kann auf Plötze auch noch was lagern. Interessant. Oh, das kostet sehr viel. Dann will ich nur eins. Was ist das hier? Zwergenschnaps. Ritanischer Kräuterschnaps. Ach, das sind Karten. Okay. Leb wohl. So. Dann gehen wir mal zum lieben Wesemir. Mann. Plätze, los geht's. Also haben die Leute einen Hexer, der auf der Jagd geschnappt und verhört. Hey! Entschuldigung, du schaffst mir im Weg. What's girl? Entschuldigung? Nicht so schnell, Plätze. Wie ist mir? Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort, ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit? Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Komm! Wir verstecken uns im Schatten dieser Birken.
Ich hoffe, er hilft mir. Ich will das nicht alleine machen. Sag mal, wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein. Ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen Sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind. Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen. Unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Mit einem Gast. Sei ihr Gast, sei ihr Gast, sei ihr Gast. Er ist ganz nah. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Warte, nimm dies. Eine Armbrust? Im Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Sieh einer an. Uns Lektionen über Laster halten, aber selber ein Spieler sein. Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Auf geht's. Hilfst du mir eigentlich auch mal? Lass ihn nicht entwischen! Ey! Was macht er denn? Blutet! Wird bald schwächer! Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir so leid. Vorsicht! Sturzflug! Das tut mir so leid, Ralf. Aber ja, einfach. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Zum Beispiel? Der vertikale Aufwärtsstreich. Zu offensichtlich. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. Okay. Monsterherz. Hab sie. Es tut mir so leid, Greif. Tut mir so leid, lieber Greif. So. Kann ich da hinreisen? Da ist aber einer. Heya! Moment, hier war irgendwo, genau da. Na komm. Ich will eine Schnellreise machen. Schnellreise.
Da sind wir auch schon. Eher Igluir. Ach, na dann. So. Uff. Was zum Teufel ist das? Roggen. Hältst du mich für blind oder blöd? Dieses Getreide ist verdorben. Das wusste ich nicht. Für blöd also? Verdammt, ihr lernt es nie. Militärkodex Artikel 2 Abschnitt 3. Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knutenhiebe. So soll es sein. Knutenhiebe? Nein, bei den Göttern, nein! Was sind denn Knutenhiebe? Was? Du hast die freundliche Maske also fallen lassen. Das war keine Maske. Ich habe die Hand ausgestreckt. Diese Leute haben drauf gespuckt. Vielleicht, weil sie das Schwert hielt, mit dem ihre Lieben getötet wurden? Ein Moralist. Und was hättest du an meiner Stelle getan? Ich hätte nie an deiner Stelle gestanden. Sag mir, was du hier willst. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wo ist Yennefer hin? Nach Vysima. Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt. Vor meiner Nase. Das hättest du gleich sagen können. Ja, hätte ich. Aber dann hättest du den Greifen nicht getötet. Wie du mir. Halt! Wir sind noch nicht fertig. Dieses Gold gehört dir. Damit du nicht sagst, du wärst unzureichend entlohnt worden. Dialog, zeitbeschränkte Optionen. Einige Dialoge von schneller Entscheidung. Wähle deine Antwort aus, bevor die Zeit abläuft. Jawohl, ich hab's geschafft. Oh, aufhören! Bitte aufhören! Halt! Wo ist der? Wo ist der? Da ist er. Aufhören! Bitte! Aufhören! Gnade ab, bitte! Wo ist der denn? Verfluchtes Wild! Mir schon wieder die Rinne. Aufhören! Bitte! Wo ist der denn? Ich höre ihn zwar peitschen, aber wo ist der? Ich will ihm helfen. Barbaren. Hier irgendwo, oder? Wo war der denn? Ich will dem Typen helfen, Mann. Ich bin kein Unmensch, aber ich will dem Typen helfen. Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle drei Monate? Wo ist der denn? Esse Yondrein et Meker. Esse Godef? Mat, das ihr tu wie ein Essequia Eplu. Evan Sabame. Baba. Ein Saub? Kiese war ein Kass? Episode? Ich will dem Typen helfen. Leg le am Face! Evan, Edre. Essequia an Pop Arnetenga Essequia. Loire in Arpe. Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle drei Monate baden? Schade. Ja, das hat aufgehört. Schade, ich wollte ihm eigentlich helfen. Verdammt. Barbaren. So, wo muss ich hin? In die Herberge, ne? Ja. So. Eine Herberge, die auch nicht mal, wie heißt das,
Betten zur Verfügung stellt, einfach nur eine Bar ist. Hey, hau mir ernsthaft rauchen. Oh, wie süß hier das Spiel. Ich reiß dir den Schädel ab und piss in deinen Hals. Das will sie mir. Yennefer ist in Vysima. Da wohnen ein paar Freunde und... Stimmt was nicht? Sieh dich um. Es braut sich was zusammen. Wer ist das? Patrioten. Trinken die siebte Runde für Temerien. Und die Fäuste jucken langsam. Ich sehe gar keine Nilfgaarder. Sie finden einen anderen Feind. Ich kaufe etwas Proviant, dann brechen wir auf. Geralt, wir sollten uns raushalten. Nur dieses eine Mal. Was ist mit den Lilien passiert? Abgehängt. Abgehängt? Für eine goldene Sonne? Ich kann keine temerischen Farben zeigen. Sie brennen sonst die Taverne nieder. Vielleicht stimmt es, was man sagt, dass du die Kaiserlichen magst, dass du Nilfgaards Hure bist. Ich lass das durchgehen, Lidka. Ich weiß, du bist außer dir vor Leid. Nichts weißt du. Sie haben meine Schwester aus dem Kloster gezerrt und aufgehängt. Haben gesagt, Nilfgaard sei kein Ort für Aberglaube, dass sie keine Götter fürchteten. Und du? Fürchtest du die Götter? Ohne Anni wäre dein Kind an seiner Nabelschnur erstickt. Du schuldest deinen Sohn der Hilfe meiner Schwester. Und du fürchtest den Zorn der Götter nicht? Hörst du nicht, du Fotze? Ja, eine Frau. Lass mich los! Erkennt ihr dieses Medaillon? Ihr wisst, was es heißt. Zurück! Alles klar. Hexer sollen angeblich unsere Kinder stehlen. Stimmt das? Was hat der Kaiser euch Mutanten versprochen? Ein eigenes Land, wie einst den Elfen? Raus hier, allesamt! Wir gehen nirgendwo hin. Gut, wir auch nicht. Ihr ebenfalls nicht. Die geben nicht nach. Das sehe ich. Du bist so eine Ziege! So. Schon gut. Es ist vorbei. Geh weg! Lass mich in Ruhe! Sein Gesicht! Götter, erbarmt euch! Verschwindet und kommt nie wieder. So viel zum Thema raushalten. Na los, gehen wir. Ich habe versucht, der Frau zu helfen. Die Schlägerei haben wir nicht angefangen. Yennefer? Nichts als Ausreden. Du hast dich kein bisschen verändert. Yen? Wie? Ich hörte von einem Hexer in Weißgarten. Ich wusste, dass du das bist und mich suchst. Ich hätte warten können, bis du mich findest. Aber du kennst mich. Geduld war nie meine Stärke. Es ist schön, dich zu sehen, Geralt. Ich würde dich sogar umarmen, wenn du nicht so blutbeschmiert wärst. Tut mir leid. Ich habe nicht mit dir gerechnet. Um ehrlich zu sein, so habe ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt. Wie denn sonst? Er hätte keine nilfgaardische Eskorte erwartet. Versteh mich nicht falsch, Yennefer. Ich bin froh, dich zu sehen, aber ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig. Die sollt ihr kriegen. In Vysima. Mach die Pferde bereit.
Ich sitze seit 6 Monaten im Sattel. Ich habe dich 2 Jahre nicht gesehen. Können wir nicht kurz? Leider können wir nicht. Es erwartet dich jemand, Geralt. Jemand, der nicht gerne wartet. Kaiser Emhyr war Emrys. Oder für die Vertrauteren, die weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Zu denen gehöre ich wohl nicht. Soweit ich mich entsinne, wollte er mich bei unserem letzten Treffen umbringen. Tja, jetzt will er dir ein Angebot machen. Die Sorte, die man nicht ablehnen kann? Ich habe es nicht abgelehnt, obwohl ich gekonnt hätte. Muss ja ein verdammt tolles Angebot gewesen sein. Es gibt nicht viele Dinge, für die du deine Freiheit aufgeben würdest. Und noch weniger Leute. Je eher wir aufbrechen, desto schneller erfährst du es. Was ist mit dir? Ich reite in die andere Richtung. Irgendwie bezweifle ich, dass die Einladung des Kaisers auch mir gilt. Außerdem habe ich in Kaer Morhen zu tun. Weißt du noch? Ja, ich erinnere mich. Danke für deine Hilfe, Vesemir. Und bis bald. Wie ist dein Pferd? Schnell? Kann nicht klagen. Warum fragst du? Ich wäre gerne hinter dicken Stadtmauern. So schnell wie möglich.